Jetzt ist es also raus. Beothryn aus Mercia steckt zumindest hinter einem Mordversuch von Wulfrun, der Schwiegertochter unseres verstorbenen Sohns. Und ich denke, für uns ist relativ klar, dass sie damit auch hinter den anderen Morden steckt. Und ob sie das jetzt persönlich alles geplant hat, also hier zumindest den Mord an Wulfrun, oder ob dieser ganze Clan aus Mercia irgendwie dahinter steckt an diesen anderen Morden, das ist uns nicht ganz klar, aber sie ist jetzt mal die greifbarste Verantwortliche. Und wie gehen wir damit um? Wir haben sie ja schon exkommunizieren lassen, nur dabei gibt es ein Problem. Die Hoffnung dabei ist natürlich immer, dass der Lehnsherr sie auch einkerkert, aber... Und das ist das große Problem. Ihr Lehnsherr ist ihr eigener Bruder und auch der, naja, der gehört auch diesem Clan an und die stecken wahrscheinlich alle unter einer Decke. Und wie können wir jetzt damit umgehen? Wie können wir sie zur Verantwortung ziehen? Und da werden wir uns einfach mal die Option angucken. Okay, also hier haben wir sie. Hier ist ihr Bruder. Und was ist das überhaupt für ein Typ? Der ist geduldig, treuherzig, fleißig. Also, ja, er wirkt ein wenig rechtschaffender als sie hier, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und wir sehen ja hier ihre Eigenschaften, zum Beispiel unersättlich, rachsüchtig. Und wir haben jetzt eigentlich nicht mehr allzu viele Optionen, ja. Wir könnten jetzt hier versuchen, sie zu verführen. Das wäre es natürlich. Unser König ist ja jetzt eigentlich nicht besonders rachsüchtig. Er ist ja sogar nachsichtig. Aber wir haben ja gesehen, sein gesamter Kummer über die gesamten letzten Jahre hängt eigentlich mit ihr zusammen. Und wenn wir sie jetzt nicht mal einkerkern können oder dafür sorgen können, dass sie eingekerkert wird, bleibt eigentlich nur noch eine Möglichkeit. Wir müssen sie beseitigen. Und das machen wir mit einem Mordkomplott. Ja. Und hier ist jetzt sogar die Wahrscheinlichkeit, ich glaube, vorher Mal hatte ich schon mal draufgeguckt, lag das da nicht irgendwie bei 5% oder so? Ich weiß nicht wieso, aber jetzt liegt es hier tatsächlich bei 95% durch Agenten. Wir haben scheinbar jetzt einige Agenten hier mit dabei, die uns unterstützen würden. Und ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass das an dieser Exkommunikation liegt. Ja, er hat sich jetzt hier... dadurch wahrscheinlich einige Feinde mehr an ihrem Hof gemacht. Und dieses Komplott werden wir jetzt hier schmieden. Der König sieht keinen anderen Weg. So. Und was wir hier natürlich auch noch machen, wir gucken uns gleich nochmal an, wer sich damit anschließt, ist, dass wir hier im Rat auf Komplott unterstützen gehen. Ja. Bürgermeister Clotaire, der übrigens mit diesem riesigen Geldberg, der soll das Ganze garantieren. Und ich denke, wenn er sich da noch persönlich mit drum kümmert, dann kann da eigentlich kaum was schief gehen. Jetzt ist natürlich die Frage, werden wir hier immer noch unsere Leibgarde anleiten? Und ich denke, wir werden das, solange sie noch lebt. Ja, solange sie noch lebt, fühlen wir uns nicht sicher an unserem Hofe. Okay, und jetzt schauen wir doch mal hier aufs Ränkespiel und... auf die Agenten, wer sich denn hier mit angeschlossen hat. Und ein mächtiger, oh ja, ein mächtiger Agent ist hier dieser Vogt Leofwin oder Leofwine, wie auch immer man ihn ausspricht. Und der ist tatsächlich der Ratsspitzel von Herzog, also von dem Bruder von ihr. Moment. Aber das ist sie nicht, ne? Ne, Moment, das ist wieder eine andere. Also, das ist der Ratsspitze von ihrem Bruder hier, von Beothryn. So. Und der ist auch rachsüchtig, unersättlich, gefühllos, selber auch ein aufstrebender Schwertmeister, ja, ein guter Ränkespieler. Und da der sich anschließt, sollte das hier theoretisch keine Probleme geben. Wir könnten hier noch zusätzliche Agenten einladen, aber wir sind hier schon eigentlich beim Maximum. Wir haben ja mal gesehen, dass 95% trotzdem natürlich keine 100% sind. Also das kann auch mal schief laufen. Und jetzt sehe ich gerade, was läuft hier durch? Normalerweise hält das doch still. Wir haben doch hier auch Pause. Na gut, also das wird die Lösung sein. Und was ich auch gerne nochmal machen wollte, ist, dass wir mal auf unseren Thronerben schauen. Hier Prinz Fabrice, der sieht nämlich irgendwie...
ja, so ein bisschen schmächtig aus. Und ich dachte, der wäre irgendwie vielleicht ein bisschen kränklich, aber er hat halt seine übliche Schuppenflechte. Und ansonsten scheint es ihm aber okay zu gehen. Hier steht in Ordnung. Ja, na gut. Und das wäre natürlich jetzt hier unsere größte Angst, wenn er sterben würde. Und hier unser Enkel übrigens hat das auch geerbt, ne? Der ist auch schuppig, aber hat auch hier geweihtes Blut. Also hat die Eigenschaften tatsächlich seiner Eltern hier übernommen. Und auch der könnte hier eigentlich heiraten. Der ist auch mittlerweile 11, also beziehungsweise wir könnten ihn verloben. Was natürlich auch eine bedeutsame Geschichte wäre. Da hatte ich jetzt noch gar nicht geschaut, in welche Richtung man gehen könnte. Aber ich denke, das wäre vielleicht was für die nächste Folge. Jetzt werden wir uns erstmal hier um dieses Komplott kümmern. Und ja, ich gehe mal davon aus, dass das auch gar nicht so lange dauert. Da steht hier 13 Monate, ja. Und nächstes Jahr können wir ja auch die Lehnsautorität hochsetzen. Da werden wir mal sehen, ob wir hier noch Probleme bekommen mit den potenziellen Fraktionen. Gut, dann lassen wir einfach mal weiterlaufen. Und können gespannt sein, ob dieses Mordkomplott denn durchgeht und ob dann diese, ja, diese Bedrohungslage auch verschwindet. Also ich hoffe es einfach mal, beziehungsweise der König hofft es, dass da nicht noch jemand anders dahinter steckt. Okay, Schneeflocke der Unruhestifter, was ist denn wieder mit unserer Katze los? Mein Vasallbürgermeister Gilbert kommt zu mir mit Wut in den Augen und einer Katze in der Hand, die er am Nacken gepackt hat. Ey, aber nicht so grob mit unserem Kätzchen. Als er mir das Tier entgegenwirft, erkenne ich, dass es sich dabei um Schneeflocke handelt. Ich fand dieses kleine Monster zwischen meinen Habseligkeiten. Was nicht zerkratzt war, war vollgepinkelt. Jetzt könnten wir sagen, ich werde euch entschädigen. 300? Er ist doch nur eine Katze. Also wirklich. Wie ist unser Verhältnis hier zu ihm? Es ist doch nur eine Katze. Ich wäre ehrlich gesagt sogar ein bisschen böse auf ihn gewesen, aber wir sind ja nachsichtig, dass so unsere Katze da so grob packt. Es ist immerhin die Katze des französischen Königs. Das erlaubt er sich. So, ein offenbartes Geheimnis. Wir haben aber unseren Ratsspitze hier nicht mehr auf Geheimnisse entdecken. Das muss jetzt so rausgekommen sein. Er hat aber unanfechtbare Beweise vorgelegt, dass Elfseek gezeugt wurde von meinem Vasall Graf Egbert. Ich frage mich, kannte Elfseek seine wahre Herkunft? Oder kommt das für ihn so unerwartet wie für mich? Wird diese Offenbarung ein Segen sein oder ein Fluch? Ihr habt euer Erpressungsdruckmittel gegen Graf Egbert verloren. Ah, das ist jetzt sozusagen herausgekommen. Das wurde offenbart. Ja, na gut, Graf Egbert verliert hier eine Hingabestufe und so weiter. Ja, jetzt haben wir natürlich kein Druckmittel mehr gegen ihn. Oh nein, Moment. Die Existenz meines Komplotts Ermordung von Berthwin auf Mercia ist aufgeflogen. Ja, da sehen wir's. Auch wenn meine Verstrickung darin noch nicht bekannt ist, macht es dies dennoch wesentlich schwerer, meine Pläne Früchte tragen zu lassen. Das ging aber schnell. Vielleicht müssten wir hier dann noch weitere Komplizen finden. Nur noch 77% Erfolgschance. Ja, verflucht. Okay. Das heißt, die ahnt das jetzt. Komplott. Jetzt sollten wir mal schauen, dass wir hier eventuell noch andere Leute mit involvieren. Wen könnten wir da nehmen? Also hier oben, wer ist das? Gräfin Elsworth. Die könnten wir noch mit dazu nehmen. Und die wird nicht annehmen, nur mit einer Bestechung von 150. Oh, das ist aber auch eine teure Bestechung. Aber das ist uns schon wichtig. Wir werden es mal probieren. Vielleicht wird es dann ja, mal sehen, wie es sich steigert. Ich mache das jetzt einfach mal. Wir werden sie zum Komplott einladen. Was ist das hier überhaupt für ein Charakter? Gierig, okay. Und deswegen nimmt sie auch natürlich gern das Geld an, mitfühlend, aber auch rachsüchtig. Okay, wir werden das probieren. Komplott einladen. Das ist eine Mitvasallin hier von dem Bruder von ihr. Und jetzt werden wir mal sehen, ob die Wahrscheinlichkeit hier hochgeht. Oh, das sieht schlecht aus. Komplott wurde... Ah, jetzt geht's hoch. Wunderbar. 95. Also das bringt tatsächlich was. Jetzt hoffen wir mal, dass das aber erfolgreich vonstatten geht.
hat sich doch auch hier mit drum gekümmert, ne? Er soll doch die Komplotte mit unterstützen. Kann doch nicht sein, dass es hier nicht funktioniert. Naja, gut, okay. So, jetzt haben wir's. Moment. Jetzt können wir uns dem Alkohol ergeben. Ja, und das machen wir auch. Prosit. Wir stoßen mal an. Dass das jetzt natürlich aufgeflogen ist, das finden wir nicht gut. Und den Frust müssen wir auch mal wieder runterspülen. Verlieren etwas Anspannung. Und gleich haben wir das nächste Jahr. Und dann werden wir hier die Lehnsautorität hochsetzen. So, und König Holfre hat die Hofsprache geändert. Auch in Französisch. Und das hier in Schottland. Das gibt's doch nicht. In Osteuropa war das ja mittlerweile auch schon recht üblich. Wir können auch noch mal kurz reinschauen. Hofsprachen. Und hier sehen wir es jetzt ja auch in Irland. Das ist ja unglaublich, welche Gebiete jetzt hier schon Französisch sprechen. Interessant, dass das so um sich greift. Okay. So, haben wir hier noch irgendwas? Glaubensoberhaupt um Gold bitten. Naja gut, das machen wir jetzt hier nicht in dem Fall. Und weitere Vasallen erwarten Ratsposten. Auch da werden wir keinerlei Veränderungen vornehmen. Jetzt warten wir eigentlich nur auf das nächste Jahr. Deswegen mache ich jetzt einfach mal schneller. Sodass wir hier nach Möglichkeit alle Kriege beenden können. Es gibt mal wieder Hofvasallen. Oh, und ein guter Bekannter von uns ist gestorben. Unser bester Ritter, Graf Gilbert. Jetzt ist die Frage, wer hat das Ganze denn hier dann geerbt? Montagu? Graf Renaud, war das sein Sohn? Tatsache. Oh, der entspricht aber überhaupt nicht seinem Vater, beziehungsweise er ist auch ein Riese, aber feige. Und feige, das war er hier ganz sicher nicht. Woran ist er überhaupt gestorben? Eine Altersschwäche. Naja, gut. Wir haben jetzt hier keine Anspannung erhalten, aber er war schon ein guter Bekannter, muss man sagen. Wenn auch jetzt nicht vielleicht nicht direkt ein Freund. Okay, und es geht hier weiter um dieses Mordkomplott. Da mein Komplott sich der Umsetzung nähert, ist eine rasche Verständigung entscheidend. Ich habe eine besonders schlaue Taube, die Vogt Berth Siege nutzen könnte, um nötigenfalls eilige Botschaften an mich in Paris zu schicken. Doch wie soll ich den Vogel in die Residenz von Warwick bringen? Ein örtlicher Vogelzüchter könnte sie als Geschenk überreichen. Da müssen wir aber wieder 150 Gold bezahlen. Was könnte da passieren? Zu 70% erreicht dieses Geschenk den Vogt. Okay. Und dann würde hier die Erfolgschance nochmal weiter hochgehen. Aber eigentlich sind wir ja schon auf Maximum, ne? Oder es passiert halt einfach nichts. Das ist auch möglich. Oder wenn ich das Geschenk persönlich übersende, kann Herzog Merles wegen nicht ablehnen. Okay, also dann erhält sie auf jeden Fall die plus 10, aber die Geheimhaltung geht halt runter, weil wir uns persönlich involvieren. Nee, das ist zu riskant, hätte ich jetzt mal gesagt. Wobei es hier auch möglich wäre, dass wir halt versessen darauf sind, dass das funktioniert und wir bezahlen ja einfach nochmal 150, auch wenn das hier, glaube ich, nicht allzu viel bringt. Wobei die Mechanik dahinter mir nicht ganz klar ist. Wenn wir jetzt nochmal 10% draufpacken und irgendwas schief geht, vielleicht wird da nicht ganz so viel abgezogen, weil wir im Hintergrund irgendwie über 100% Chance haben. Ich würde sagen, uns ist das schon sehr wichtig. Das heißt, wir bezahlen das jetzt hier einfach, auch wenn es jetzt mechanisch vielleicht nichts bringt. Okay. Ich meine, das Gold haben wir ja. So, und jetzt ist auch noch Herzogin Sibylle gestorben, aber jetzt hier bitte nicht im Schlaf, oder? Wir schauen mal. Und wir haben auch 40 Anspannung erhalten. Sie war aber schon gebrechlich. Also es kann... Sie trank sich zu Tode. Ja, okay. Sie war auch eine bekannte Trinkerin. Und hat jetzt wahrscheinlich nochmal mehr zugelangt, nachdem sie ja aus dem Rat rausgebotet wurde, hier von Graf Pagnon. Gut, das ist natürlich wieder ein herber Schlag. Sie sterben alle weg. Alle Freunde, alle Verwandten von unserem König. Gut, aber was ist hier passiert? Während ich mitten beim Drillen meiner schweren Reiterei bin, tritt Prinz Lothair an mich heran, unser Bruder. Als ich gerade hoch zu Ross bin, er meidet meinen Blick und starrt zu Boden. Nach langem Zögern spricht er: Fürst, wir nutzen unsere gepanzerte Reiterei immer nur, um in gerader Linie auf den Gegner zuzustürmen. Wird es nicht Zeit, dass wir etwas anderes versuchen? Ha, der war gut, Prinz Lothair.
könnten wir machen. Oder Torheit. Es gibt keine bessere Strategie als diese. Oder vielleicht habt ihr sogar recht. Nee, und wir sind ja bekannter Stratege, haben uns bewiesen. Und da lassen wir uns auch nicht weiter reinreden in unsere Strategie. Wir erhalten hier 150 Prestige. 10 Jahre lang zermalmender Ansturm. Das gibt einen guten Bonus hier nochmal. Und noch weiter Kriegsführungslebenswandererfahrung. Okay, er ist ja ein bisschen brüskiert. Aber ich denke, da liegen wir richtig. Das ist das Gebiet unserer Expertise. Da wissen wir auch, was wir können. Und sind durchaus selbstbewusst, was unsere Fähigkeiten anbelangt. So, Scheunen und Speicherhäuser wurden fertiggestellt. Und jetzt hat der König Reinhold einen Kriegerorden gegründet. Dann schauen wir da doch mal rein, was das für einer ist. Der Orden von Calatrava. 1400 Mann sind nicht viele, aber hier hat halt diese mächtigen Ordensritter. Okay, aber interessant, dass die das gemacht haben. Und was wollte ich eben eigentlich nochmal schauen? Wir haben hier noch dieses Buch. Werden wir das jetzt reparieren? Für 75 Stundenbuch König Bertrands. Nee, also manche Sachen werden wir jetzt einfach verfallen lassen, würde ich mal sagen. Und ich wollte ja eigentlich auch nochmal schauen, ob man die irgendwie, die Artefakte, irgendwie einschmelzen oder verkaufen kann oder sonstiges. Jetzt gucken wir einfach mal hier bei den Büchern. Wo ist denn das? Schmuckstück-Artefakte, da müsste das ja sein. Nehmen wir das hier einfach mal. Geschichte, nee, da haben wir keine Möglichkeit, das irgendwie zu verkaufen. Also nur reparieren und sonst wie was. Das lassen wir jetzt einfach mal in Ruhe, dieses Artefakt, das Stundenbuch. Da werden wir unser Gold für andere Sachen aufheben, hätte ich mal gesagt. Okay, aber Reichs- oder Lehnsautorität. Bis zum 7. Februar. Also noch einen Monat. Ja, und dann bin ich wirklich mal gespannt, ob es irgendwer wagt, hier aufzubäumen. Möglich wär's. Und wir können derweil noch einen Vorzug auswählen. Und da gehen wir jetzt hier auf den standhaften Anführer. Ja, und das reduziert die Risiken beim Anführen von Armeen. Erhöht unser Kampfgeschick so ein bisschen. Ja, ich meine, der erste Punkt passt hier vielleicht nicht so ganz so gut, aber dadurch, dass wir uns auch mit Strategien und Schlachten und so weiter befassen, haben wir wahrscheinlich auch ein höheres Kampfvermögen als der Durchschnittsbürger. Und daher ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Und dann gehen wir halt in diese ritterliche Richtung mit der Hauswache und Ritter-Effektivität und so weiter und so fort. Das passt dann schon, denke ich, ganz gut. Und jetzt haben wir den 7. Februar erreicht, beziehungsweise jetzt den 8. Und jetzt ist es Zeit, hier die hohe Lehnsautorität zu verabschieden. Das gibt hier mehr Aufgebote, mehr Steuern und vor allem können die Vasallen nicht mehr untereinander Krieg führen, ohne dass sie ein Druckmittel gegen den Lehnsherrn, also uns, haben. Beziehungsweise die Grafen dann nicht gegen die Herzöge, ja. Okay, Gesetz verabschieden. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier mit potenziellen Fraktionen noch aussieht. Weil diese Fraktion möchte ja schon die Lehnsautorität absenken. Das ist hier dieser Graf Egbert. Und jetzt sollten sich, das ist das Schöne, unsere Truppenstärke natürlich hier gleichzeitig noch mit erhöhen. Und schaut jetzt mal. 21.000 Mann. Das ist ja wirklich enorm. Und auch unsere Einnahmen sind besser. Jawohl. Und gleich sollte sich dieses Komplott hier dem Ende nähern. Oh, ein Agent wurde aus dem Komplott entfernt. Das ist doch die wir bestochen hatten. Wurde das irgendwie aufgedeckt, dass sie da mithilft? Und wie sieht das jetzt mit der Erfolgswahrscheinlichkeit unseres Komplottes aus? Ja, überhaupt nicht gut. Sollten wir da nochmal sehen, dass wir noch wen mit involvieren? Wir könnten hier noch einen Höfling mit involvieren. Der kann überzeugt werden mit einer Bestechung. 57. Auch das werden wir hier noch einmal investieren. Ich möchte hier wirklich eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit haben. Ja, die wittern da was, ne? Dass da was im Busch ist. Es ist ja auch aufgeflogen. Und da sind sie dann sehr kritisch. Mal sehen, hat das jetzt was gebracht? Ja, es geht tatsächlich hier auf 95% wieder hoch.
Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, hat dann dieser Fluch endlich ein Ende? Beothwin wird ein Schiff inspizieren, das im Lauf der Woche in einem der Häfen von Gloucestershire anlegen wird. Es wäre ein leichtes für einen meiner Agenten, das Ruderboot, mit dem sie übergesetzt werden soll, mit brennbarer Flüssigkeit zu tränken. Dann wartet man ab, bis es mitten im Hafen ist, schießt einen brennenden Pfeil ab und danach soll das Wasser sie sich holen. Das klingt gut. Das klingt gut, würde ich jetzt mal sagen. Wir könnten jetzt sagen, das ist viel zu unberechenbar. Nee, setz den Plan in Gang. Und zu 5% wird das Komplott entdeckt. Und zu 95% sollte es klappen. Ja, ich meine, sollte jetzt irgendwie noch mehr Möglichkeit als 95% generell möglich sein, dann würden wir das wahrscheinlich wahrnehmen. Wir sind ja durchaus geduldig, aber das ganze Komplott ist ja mehr oder minder oder die Planung von unserem Ratsspitze durchgeführt worden und der sagt, dass dies der Weg ist und dem vertrauen wir da auch. Der ist ja durchaus fähig und setzt den Plan in Gang. Können wir jetzt das Kapitel endlich abschließen? Beothwin ist tot! Umschlungen von den kalten Armen der See. Der brennende Pfeil meines Agenten zog eine leuchtende Spur über den Hafen und wenig später stand das ganze Boot in Flammen. All seine Passagiere landeten im Wasser und die Feinstoffe sind ja ach so schwer, wenn sie nass werden. Leider wurde der Bogenschütze nie gefunden. Was für eine Tragödie. Ja, und es bleibt damit auch geheim. Sehr schön, dann konnten wir das zumindest damit abschließen. Wir gehen jetzt da mal davon aus, dass die Mordserie damit ein Ende hat. Wir werden jetzt auch unseren Ratsspitzel wieder, ja, auf Normalkomplott stören setzen, aber einfach, weil das sozusagen das Default ist, nicht weil wir irgendeinen Komplott vermuten. Und auch unsere Leibwache werden wir jetzt nicht mehr hier anleiten lassen. Und eventuell kann unser König jetzt ein wenig durchatmen. Zumindest werden seine Schultern etwas leichter. Okay, unser Erzbischof, der Unfähige und der eigentlich auch ungläubig ist, ja, wir hatten ja hier dieses Druckmittel und sein Geheimnis, der liebt immer noch und predigt hier weiter unorthodoxe Doktrinen. Wir verlieren ein wenig Frömmigkeit, das ist aber nicht weiter wild, das beschäftigt uns nicht allzu sehr. Jetzt werden wir mal schauen, dass wir hier im Rat das Ganze wieder umstellen. Und zwar hier dann einfach auf Armee organisieren. Und hier auf Komplotte stören, nicht mehr Komplotte unterstützen. Ja, und damit ist dieses Kapitel auch abgeschlossen. Und dieser Krieg, der hier noch herrscht, ich glaube, der muss halt noch zu einem Ende kommen. Wenn wir hier mal drauf gehen. Denn bestehende Kriege werden hier nicht aufgelöst, dadurch, dass wir jetzt die Lehnsautorität erhöht haben. Die laufen dann halt immer noch weiter. Und nun ja, da werden wir jetzt nicht weiter eingreifen, sondern unser Blick richtet sich jetzt hier auf diese Fraktionen. Und die sind jetzt natürlich dementsprechend schwächer, einfach weil unsere Truppengröße jetzt so groß ist hier, ja. Und schaut mal jetzt hier, sogar fast 22.000 Mann, also wirklich enorm. Gut, wir können uns jetzt hier wieder zum Königshof begeben und was haben wir denn hier? Graf Payon steht ja auch neben uns gerade, das ist auch interessant. Wer ist das hier? Bouchard le Rat. Okay, also hier aber unser Sohn und Thronerbe. Das Gepränge bei Hofe geht weiter, Tag für Tag, von morgens bis abends. Fabis preist auf dem Stegreif meine Größe und ergeht sich in Plattitüden und Lobhudeleien. Herzog Ankel stimmt ein und macht ein Spektakel für das Publikum daraus, dümmlich grinsend und in Erwartung ein Zeichen meiner Gunst für seine Mätzchen. Ein tiefer, dringlicher Wunsch nach Ablenkung nagt an meinen Gedanken. Ich stelle mir vor, wie ich verlange nach meinem liebsten Trunk, Met, und verliere mich darin. Ein einzelner Schweißtropfen rinnt mir unaufhaltsam die Stirn hinunter. Fabrice bemerkt meine Abwesenheit und erkundigt sich beinahe aufrichtig klingender Besorgnis. Geht es euch gut, mein Fürst? Ihr könnt mir jetzt sagen, verzeiht, was sagtet ihr gerade? Wir reißen uns zusammen, wir sind doch der König.
Wir halten 60 Anspannung, weil wir faul sind. Oder vergebt mir, ich habe mich um andere Angelegenheiten gekümmert. Steht einfach auf und geht an ihnen vorbei aus dem Raum. Okay. Dann würden die hier Meinung von uns verlieren. Oder sehr gut. Ich werde sie erdulden, aber nur so lange, wie es die Etikette verlangt. Okay. Also ich denke, uns gehen gerade einfach andere Sachen durch den Kopf. Gerade dadurch, dass wir dieses Mordkomplott jetzt beendet haben. Und die hier wissen ja auch gar nichts davon. Von daher, wir setzen hier Hofpracht ein, verlieren aber Anspannung und brüskieren die beiden so ein bisschen. Ich denke, das ist das Wahrscheinlichste im Zusammenhang mit den jüngsten Ereignissen. Okay, na gut. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wir jetzt hier weiter vorgehen, ja? Oh, wir haben jetzt hier übrigens Einnahmen von 32. Und ich denke, ja, wie das so oft bei diesem König eigentlich ist, wenn jetzt kein direktes Ereignis ansteht, dann wird er jetzt einmal tief durchatmen, einmal mehr ins Glas schauen. Wir wissen ja jetzt auch, was er am liebsten trinkt. Weder Bier noch Wein. Nein, es ist das Met. Also doch vielleicht ein bisschen beeinflusst worden von seinen frühen nordischen Kameraden am Hofe, die das vielleicht auch genossen haben. Da hat er vielleicht mal als Kind dran genippt und früh Geschmack dran gefunden an dem süßen Getränk. Ich persönlich kann ja Met nicht wirklich leiden, das ist mir einfach zu süß. Okay, und jetzt, was haben wir hier? Ein Bündnis ist ausgelaufen. Ehrenfried Karling Lehr, König Gunzelin. Moment, jetzt müssen wir mal schauen. Oh, der König hier von Deutschland ist gestorben. Und das Bündnis mit Gunzelin von Deutschland ist beendet, da Königin Mutter Marguerite von Deutschland und König Ehrenfried nicht länger verheiratet und verlobt sind. Okay, aber wer ist denn hier bitte der Nachfolger? Das ist doch hier eigentlich... Ja, aber dann ist das ganze Bündnis hier ausgelaufen. Das passt mir ja überhaupt nicht. Ja, da wäre doch jetzt aber eine Möglichkeit, eventuell hier unseren Enkel zu verloben, oder? Wieder nach Deutschland, weil Deutschland war ja sehr mächtig hier. 14.000 Mann. Okay, es hat ein bisschen eingebüßt von seiner Truppenstärke, glaube ich. Da sollten wir vielleicht mal schauen, ob das möglich ist. Wen könnten wir dann hier nehmen? Prinzessin Barbara. Oh, die ist aber auch schon 36. Das ist überhaupt nicht gut. Nee. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, weil schaut euch mal unsere Bündnisse an. Das sieht doch recht mau aus. Aber kein Wunder, ja. Es sind ja auch alle weggestorben. Also das wird auf jeden Fall was sein, was auf der Agenda des Königs steht. Die Bündnisse wieder zu erneuern. Wir müssen jetzt natürlich nicht speziell Richtung Deutschland schauen. Wir können auch hier in andere Richtungen schauen. Aber mehr Bündnisse sind auf jeden Fall wichtig. Und das ist auch dem König bewusst. Mal sehen, wie wir das hinbekommen werden. So als im Innenhof ein verirrter Pfeil an meinem Kopf vorbeisaust, fühle ich nichts. Keine Angst, keine Wut, keine Panik. Daran habe ich mich mittlerweile gewöhnt. Ich komme mir vor, als lebte ich hinter einem Vorhang, der mich von Gefühlen der Welt abschirmt. Und ich bin so müde. Ich gehe dann wohl wieder ins Bett. Graue Tage. Wird unser König hier melancholisch? Ich meine... Er hatte jetzt das Bedürfnis tatsächlich hier so ein bisschen nach Rache. Und jetzt, wo diese Rache eigentlich durchgesetzt ist, die Verantwortliche ermordet ist, spürt er so eine Leere, ja? Was will er überhaupt noch erreichen? Wozu das alles? Alle meine Freunde sind gestorben, viele Verwandte sind gestorben. Ja, und ich weiß gar nicht, ob sich das jetzt hier direkt auswirkt, ob dann hier steht, dass er melancholisch wird. Aber ich glaube, das ist hier zumindest mal der erste Schritt dahingehend, oder? Könnte durchaus sein. Ja, und ich meine, da wäre es natürlich jetzt wichtig, dass wir hier wieder zu Festen eingeladen werden. Wir könnten natürlich auch selbst ein Fest abhalten, aber gerade in dieser Situation sind wir, glaube ich, einfach nicht in der Stimmung, ja? Ich meine, was anderes ist ja, wenn man aktiv eingeladen wird, aber selbst so etwas zu veranstalten. Ja, und hier haben wir es jetzt. Was soll das alles bedeuten? Warum machen wir uns Tag ein, Tag aus all diese Mühe? Antrieb und Tatkraft entziehen sich mir. Als mein Leben in grauer Langeweile versinkt, denke ich bei mir,
dass ich in Panik geraten sollte, doch selbst das schaffe ich nicht mehr. Das ist mir alles zu viel. Und jetzt sind wir nicht nur faul, sondern auch noch melancholisch. Mathieu tut sich schwer, das Schöne im Leben zu sehen, gibt diverse Abzüge auch noch im moderaten Gesundheitsmalus. Und wir raffen uns hier, denke ich, zu rein gar nichts mehr auf. Und diese Kombination aus Faulheit und Melancholie und Trunkenbold sein, ja, das ist einfach schon zu viel, um da irgendwelche Aktivitäten zu starten, ja. Weiß jetzt auch nicht, wie ich das noch anders ausdrücken soll. Ich weiß auch gar nicht, ob wir noch irgendwelche Bauprojekte überhaupt in Auftrag geben. Das möchte der König auch einfach alles nicht. Aber ein kleines Ereignis bezüglich unserer Katze. Miau! Ich schaue hinunter und sehe, dass meine Katze Schneeflocke mir eine Schriftrolle zu Füßen gelegt hat, die in jedem unverkennbaren Stil versiegelt ist, den mein Vasall Herzog Loop pflegt. Ich gebe der Neugier nach und überfliege den Text. Die Liebe, die ich für jemand anderes empfinde. Ja. Das ist, glaube ich, der von Flandern hier. Oder nee, von Neustrin, der Herzog. Jetzt könnte man sagen, unglaublich, dass er so etwas verbirgt. Wir erfahren halt von dem Ereignis oder wir decken das Ganze auf. Aber ganz ehrlich, das ist uns zurzeit einfach alles gleichgültig. Und wir sind auch nicht wirklich schockiert über diese Tatsache. Uns ist einfach so ziemlich alles egal. Wir erkennen keinen Sinn mehr im Leben, muss man ganz klar sagen. Okay, und in diesem Moment möchte ich dann auch diese Folge beenden. Ja, was steht als nächstes noch an? Ich hatte es ja schon mal erwähnt. Wahrscheinlich nochmal die Bündnisse, das Verheiraten von unserem Neffen. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Aber ansonsten wird unser König hier nicht mehr viel unternehmen. So viel steht mal fest. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.